Anfrage kam von einem Aaron Davis. Moment, was? Das ist mein Onkel. Weiß er, dass du Spider-Man bist? Nein, das muss ein Zufall sein. Ich gehe zur U-Bahn-Station. Schöne Feiertage! Mal sehen, was mit dem... Wie geht das hier? Hallo. Wie kann ich helfen? Ich bin übrigens Spider-Man. Ja, ich weiß. Aaron Davis. Jemand macht sich an den Sensoren zu schaffen. Ich bekomme falsche Daten vom Hauptrelais. Oben auf dem Grand Central. Unterwegs. Halt! Halt! Ja? Wo ist der andere Spider-Man? Oh, er ist im Urlaub. Aber keine Sorge, ich schaff das. Er hat mich definitiv nicht erkannt. Oh. Redet sich über die App? Hier ist Spider-Man! Hey, ganz vergessen. Gestern gab es einen Einbruch direkt nebenan bei der Roxxon Plaza. Eine Gruppe namens Underground. Seit morgen hingen sie an meiner U-Bahn-Station rum. Der Underground. Ist noch irgendwas über sie bekannt? Sie sehen sich selbst als Nachwuchsmafia. Es gibt sie schon länger, aber jetzt haben sie einen neuen Boss. Tinkerer. Tinkerer. Danke für den Tipp. Und, rufen Sie Spider-Man öfter? Zu Hilfe, meine ich? Bis zu diesem App-Ding wusste ich nicht, wie ich dich erreiche. Ich habe in den Nachrichten gesehen, wie du Rhino erledigt hast. Da dachte ich, dass du der Richtige bist. Cool. Arbeiten Sie schon lange bei der U-Bahn? Nee, erst seit letztem Jahr als mein Bruder. Wie auch immer. Ich wollte mich verändern und dachte, ich könnte mit diesem Job hier anfangen. Dass die Züge während meiner Schicht ausfallen, macht keinen guten Eindruck. Na, wenn wir das hinkriegen, können Sie Ihrem Chef sagen, dass Sie Initiative gezeigt und die FSDN-App genutzt haben. Das mache ich. Viel Glück mit den Sensoren. An dem Ding hängen eindeutig zu viele Kabel. Das stört sicher das Signal. Wo führen diese Kabel hin?
Ich sollte den Sensorkabeln folgen. Ich muss in diesen Raum rein. Vielleicht durch die Vordertür? Hey! Selber hey! Irgendetwas stört die Signalanlage. Krasse Technologie. Es tut mir leid, aber... Die Sensoren laufen wieder. Was hast du gemacht? Mich um den Saboteur gekümmert. Und er scheint sein Spielzeug vergessen zu haben. Hey, ich werde später zurückrufen. Wow. Damit könnte ich bestimmt Pete's Holodrohnen herstellen. Ziemlich einzigartige Frequenz. Vielleicht kann ich die nachverfolgen. Es scheinen noch mehr davon in der Stadt verteilt zu sein. Zeitpunkt für die neuen Holodrohnen. Das Ding ist nicht echt! Bleibt bei Spike! Er hat Holotechnologie! Vorsicht! Hey Underground! Wir treffen uns ein bisschen zu häufig! Halt das mal, bitte! Noch leid, du! Das tut weh!
Okay. Ich hoffe, die Züge fahren wieder. Ich sollte mich bei Onkel Aaron melden. Ja? Hey, Mr. Davis, wie sieht's jetzt aus? Ich habe ein Signal, aber keine Züge aufgegriffen. Ein Betriebshof muss irgendwas passiert sein. Der Underground hatte sich an den Sensoren vergriffen. Nutzt Roxxon die U-Bahn, um Nuform zu transportieren? Roxxon? Tja, die U-Bahn soll Menschen transportieren, keine Fracht. Aber diese Linie wurde erneuert, als die Plaza ins Spiel kam. Sie könnten sie also unter der Hand nutzen. Ich werde das weiterverfolgen. Sie haben einen Bruder erwähnt. Ist da sonst noch Familie? Hab sie lange nicht gesehen. Ich musste was ändern, hab diesen Job angenommen. Aber sie fehlen mir. Besonders mein Neffe. Wir haben zusammen Beats gemischt. Tja, vielleicht gibt's bald ein Wiedersehen. Mit ihm, der Familie. Hoffentlich, Kleiner. Ja, ich muss los. Der Underground wartet. Bye! Underground zerstört alles. Vielleicht kann ich sie leise stoppen. Beeilung! Tinkerer sagt, schnell rein, schnell raus! Das braucht seine Zeit, Mann! Was war das denn? Einfacher als ich dachte. Schau mich nicht an, schau mich nicht an. Ich könnte Pete's Visier mal ausprobieren. Sehr schön. Jetzt kann ich sie aufspüren. Was zum Teufel ist das? Spider-Man! Das ist dein Ende! Ich hab eine Theorie! Ihr wollt Nuform abgreifen! Hab ich recht?
Das waren alle. Jetzt die Züge wieder auf die Gleise bringen. Die Steuerung ist vermutlich im Büro. Tinkerer, der Kopf der Gruppe, laut Onkel Aaron. Mann, das Terminal ist hinüber. Ich muss die Züge per Hand wieder auf die Schienen bringen. Oder per Netz. Die Drehplatte da ist gut. Onkel Aaron will sich wohl tatsächlich mit der Familie aussöhnen. Das ist meins. Dad hat nie gesagt, was damals vorgefallen ist. Muss schlimm gewesen sein. Den anderen. Der Underground verfolgt Nuform-Lieferungen und legt die U-Bahn lahm. Wollen die verhindern, dass das Nuform die Stadt erreicht? Oder was? Nein, der Zug muss unten bleiben. Einer noch. Den anderen.
geklappt. Die Züge sind auf den Gleisen. Jetzt noch Stroh. Die Steuerung hier ist auch hinüber, aber der Generator nicht. Okay, so kann ich die Züge mit Strom versorgen. Vielleicht. Meine Netze leiten Strom. Komm schon, du Bahn von New York. Jawohl! Hey, Mr. Davis. Hat sich bei Ihnen was verändert? Ihr leuchtet alles wie an Weihnachten. Gut gemacht, Kleiner. Ich helfe gern. Wenn noch was... Schreiben Sie mir über die App. Moment mal. Ich hab hier eine Kleinigkeit für dich. Nichts Besonderes, aber... Für mich? Ein Dankeschön dafür, dass du meinen Job gerettet hast. Cool, cool. Ich komme jetzt zurück. Hey Miles, bin gerade in Europa gelandet. Wie war Tag 1 als Solo-Spider-Man? Ziemlich gut. Hab eine Verschwörung in meiner Nachbarschaft entdeckt. Klassiker. Hast du schon einen Plan? Ich improvisiere einfach. Du bist ein wahrer Spider-Man. Also, wenn du mich brauchst, ruf einfach an. Oder komm mit dem Flieger. Aber ruf lieber an. Klar, Mann. Oh, und danke für das Geschenk. Ist der Hammer. Hast es dir verdient. Oh, MJ braucht mich. Ich muss los. Bye. Alter, seit der U-Bahn-Sache geht die App steil. Du hast so viele Anfragen. Die hier ist von Theo. Was für ein Typ. Oh, das muss ich mir unbedingt ansehen. Jetzt, wo die ganze Stadt auf mich zählt. Wir sind gerade die beliebteste App in New York City. Sieh's dir an, wenn du bei deinem Onkel fertig bist. Er weiß immer noch nicht, wer du bist, oder? Fast hätte ich mich verplappert. Aber nur fast. Ich sehe mir die App an, wenn ich hier fertig bin. Bis später. Yeah.
Doktor! Hände weg von den Sachen, Spider-Man! Hey! Warum hängt ihr denn alle am Fist Tower rum? Ich muss Finn anrufen, wenn ich hier fertig bin. Oh, hey, Mr. Davis. Ich bin gleich da. Du musst dich beeilen, Spider-Man. Der Underground ist hier. Sie legen Bomben auf die Gleise. Bomben? Echt jetzt? Deine Reparatur hat ihnen wohl nicht gepasst. Ich komme so schnell ich kann. Einen Moment noch. Und nicht rausgehen.
Ich hab dich im Visier, Spider-Man! Nicht solange ich hier bin. Gut, das waren die Bomben. Jetzt diese Typen. Per Zug transportiert wirst. Heute wollt ihr die Züge hochjagen. Warum? Um das Zugform zu vernichten? Es zu stehlen? Wir sind hier überlegen. Geschafft. Die Züge fahren, der Underground ist erledigt. Das war gute Arbeit. Der nächste Zug fährt in 5 Minuten ein. Bitte von der Bahnsteigkante zurücktreten. Der Underground hat meinen Anzug zugesetzt.
Alles okay, Mr. Davis? Ja, dank dir. Oh, hey, hier für dich. Eine Jahreskarte für die U-Bahn. Danke. Stimmt der Name so? Woher weißt du? Okay, ich muss los. Moment, Miles. Ich hab's geahnt, als ich gestern Nachrichten geguckt hab. Deine Moves bei der Verbrecherjagd, wie du ausgewichen bist. Das war wie damals im Park beim Basketball mit dir und deinem Dad. Du warst schnell. Jetzt bist du schneller. Keine Angst, ich sag's deiner Mom nicht. Versprochen? Versprochen. Sieh dich an, wenn dein Dad dich jetzt sehen könnte. Er würde vermutlich ausflippen. Er würde definitiv ausflippen. Du hast also den anderen Spider-Man abgelöst? Nein, wie gesagt, er ist nur im Urlaub. Okay, und du vertrittst ihn jetzt? Ja. Viel Verantwortung für jemanden in deinem Alter. Ich schaff das schon. Hoffentlich. Aber hör zu, wenn du mal nicht weiter weißt, ruf mich einfach an. Ich bin für dich da. Kapiert? Kapiert. Danke, Onkel. Genki sagt, die App geht steil. Die Stadt braucht definitiv einen Spider-Man. Ich sollte eine